Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Star Wars Jedi Fallen Order, mittlerweile in Part 12 unseres Let's Plays als Vorbereitung für Star Wars Jedi Survivor, das bald erscheinen wird. Und wir befinden uns inmitten von Kashyyyk. Wir haben uns in der letzten Episode mit Hilfe des neu gewonnenen Tauchgeräts hier bis an den Fuß des Baumes vorgekämpft, der da oben zu sehen ist. Und heute wollen wir mal gucken, ob wir da hochkommen. Wie immer, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, ein Abo für den Kanal und ich springe direkt los und hoffe, dass ich mich jetzt hier gut hochkämpfen kann. Oh oh. Oh, der ist neu. Der ist neu, den kenne ich noch nicht. Okay. Okay, okay, okay. Nein, ah, das ist ein stärkerer. Moment, aufpassen. Ausweichen. Eieiei. Okay, was passiert, wenn ich bei dem... Energie, okay. Was passiert, wenn ich den zu mir ziehe? Der wird ab. Der wird aggressiv. Muss man extrem aufpassen teilweise. Das ist ja ein guter Start in das Spiel hier. Stim BD. Okay, Moment, ich versuche ihn so zu erwischen. Oh, der meint's ernst. Oh, man kann ihn nicht mal kicken. Okay. BD, Stim zu mir. Nope. Ja, ich versuch's. Auch das trifft ihn nicht wirklich. Komm schon. Da hat er jetzt kaum irgendwie was angezeigt. Okay. Die Vorbereitung auf diese Attacke ist quasi nicht vorhanden. Okay, neuer Gegner. Neue Herausforderung, würde ich mal sagen. Na gut, das schauen wir uns nochmal an. Guter Einstieg ins Spiel, muss ich sagen. Direkt mal gestorben. Aber wir spielen auf der Großmeister-Schwierigkeit und das Spiel hat's in sich. Kann ich immer nur wiederholen. Ich bin auch unfähig, sehe ich ein, aber es ist auch nicht ganz so leicht. Jetzt gucken wir mal, ob wir das jetzt nochmal besser hinbekommen. So, dich kriege ich gut. Das ist schon mal wichtig. Dann den hier ausschalten. Okay. Okay, das war schon mal gut. Bumm, bumm, bumm. Einmal drauf. Und. Ja. Ah, jetzt hat er wieder seine Haltung wieder gewonnen. Okay. Enttäuschend. Ich glaube, ich komme jetzt hin. Und noch eine Machtattacke. Das hat reicht. Naja, ich bin immerhin lernfähig. Sagen wir es mal so. So, jetzt gehen wir weiter. Es geht definitiv nach oben. Ist auch schön gemacht, oder? Ist das nicht cool? Oh, jetzt passiert irgendwas. Was passiert jetzt? Oh. Oh. Ist das die... Oh, das ist die... Was war das? War das die fünfte Schwester? Oder irgendwie... Es war auf jeden Fall... Was ist das? Eine Baraka-Schrottratte spielt Jedi. Ich hab dem Großinquisitor gesagt, du wärst nicht so dumm, hier wieder aufzutauchen. Schon gar nicht, nachdem wir den Widerstand ausgelöscht hatten. Ich irre mich gerne. Oh, ich glaube, ich weiß, wem wir noch ein, zweimal begegnen werden im Laufe dieses Levels. Oh, Alter! Eine kleine Vorwarnung vielleicht. Muss ich jetzt wieder... Jetzt kommen wir doch wieder runter. Ich wollte doch nach oben. Okay, das ist natürlich jetzt etwas ärgerlich. Muss ich springen? Ich glaube, ich muss springen. Und nochmal. So, damit... geht direkt weiter. Alter! Okay, Plattformer-Sektion. Hier dran springen wahrscheinlich. Und jetzt nach links, nach links, nach links. Pflanzen kommen. Okay, ich glaube, ich lasse mich hier einfach fallen, oder? Ja. Ich sehe nichts. Bitte, 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 bitte. Okay. Dann das praktisch hier. Noch mehr Gegner.
Spring! Ja. Hier durch. Hier durch. Ich hab aufs erste Mal. Ich will es aufs erste Mal schaffen. Spring. Drauf. Wann hört das auf? Aber ich komme jetzt langsam wieder hoch, ne? Erst ging es ja die ganze Zeit runter, aber teilweise kommt man jetzt hier auch wieder ein bisschen hoch über die Sprungfelder. Okay, lass mich in Ruhe, wollte ich gerade sagen. Oh oh. Wer bist du? Alter! Das ist mein neuer Lieblingskollege. Und ab ins Wasser. Meld mich. Andererseits hört sie die Übertragungen ab. Ziel erreicht. Selbst rausfinden. Okay, ich glaube, ich tauche mal in diesem großen See hier. Gucken wir uns mal kurz wenigstens um. Ich könnte fast schwören, hier ist irgendwo noch eine Kiste versteckt. Ich will jetzt aber auch nicht zu viel Zeit da rein investieren. Einmal hier kurz eine kleine Runde drehen. Ne? Okay. Ah, guck mal, da hinten ist eine. Was ist das hier? Das ist nur eine Pflanze. Okay. Ne, ich glaube, es ist die da vorne. Dann nehmen wir die und da geht's auch weiter. Und einmal. Dieser Vogel, ich erinnere mich jetzt gerade dran. Der hilft uns. Das ist sehr, sehr nett. Es ist witzig, dass die Animation trotzdem so ist, als würde BD reinhüpfen, aber er ist die ganze Zeit auf meiner Schulter. Aber gut, es ist unter Wasser. Was wollen wir erwarten? Ich bin so gespannt, wie der nächste Teil das grafisch alles löst. Also die Videos, die ich bis jetzt gesehen habe, haben mich echt umgehauen. Das sah sehr, sehr cool aus. Oh, guckt mal, neues Ziel auf der Holo-Karte und ein Meditationspunkt. Setze ich mich mal ganz schnell. Was haben wir an Fähigkeitspunkten? Damit können wir nicht viel anfangen. Heilen müssen wir auch nicht. Dann wohl hoch zu dieser netten Dame hier. Moin. Oh, die schießt. Okay. Oh, das ist auch. 2, 3. Und. Na? Ja, das Timing habe ich jetzt ein bisschen besser raus als im letzten Teil. Nice. Das hilft. Oh, hallo. Okay. 1, 2, 3. Ah, 3 geht wohl nicht. 1, 2. Oh, da kommt noch jemand. Oh, da kommt noch jemand. Was ist denn jetzt los? Hilfe. Okay, Moment. Ich konnte nicht ausweichen, weil hinter mir der Abhang war. Was mache ich? Ich gehe mal ganz kurz hier hoch. Das ist mir gerade ein bisschen hektisch hier. Kann ich jetzt theoretisch... Na, okay, aber das macht nicht so viel Schaden. Kann ich... Nee, das macht auch nicht so viel Schaden. Ausweichen. Okay. Weg! Ei! Spring, spring, spring! Hilf mir, BD! Was ist denn das für eine üble Stelle hier? Okay, ich komme nur hier hoch. Ei, verdammt! Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Ich muss heilen, ich muss heilen. BD, hier! Ich habe volle Macht, also nutze ich es wenigstens ein bisschen. Vielleicht. Ja, ah, noch einer geht leider nicht. Okay, das war gut. Das war sehr gut. Und jetzt du noch. Ja, alles klar. Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht einfach. Nicht einfach. Aber wir leben noch. Jetzt nicht von so einem Käfer hier killen lassen. Das würde das Ganze deutlich unbeeindruckender machen. So, jetzt du noch. Einmal Abwehr. Ja, dich wollte ich auch schon immer mal kontern. Oh, das war nicht so schlau, da reinzurennen. Nicht. Jetzt, bitte. Okay, okay, ich lebe noch. Was will er denn jetzt? Jetzt zieht er die Käfer da hinten. Okay. So. Hier gibt es jetzt mehrere Wege. Ich wollte erstmal hier unten gucken. Hier haben wir jetzt gerade die Spinnen besiegt. Und kann da irgendwas scannen?
Es gibt auch noch... Oh, das ist wieder eine Pflanze gewesen. Ich habe bald das Terrarium voll, oder? Da war ich recht fleißig, muss ich sagen. Die muss ich beim nächsten Mal in der Mentis mal wieder abgeben. Hier gibt es ein Seil und nochmal irgendwas zu scannen anscheinend. Wo war das? Wo führt das denn hin? Ist das dann der richtige Weg oder ist das nur irgendein Weg? Guck mal, wie viele Möglichkeiten es jetzt hier gibt. Jetzt muss man ein bisschen gucken. Ich kann mir vorstellen, dass das hier schon der Weg ist, oder? Oder auch gar nichts ist. Hä? Ah, guck mal hier. Aha. Hopp. Okay. Echo ist sehr gut, das gibt es. Wieder Erfahrungspunkte. Diesen Sturmtruppler hat eine das war sogar ein Fähigkeitenpunkt. Nice. Den könnten wir eigentlich... Oh, das war... Okay. Den können wir eigentlich direkt einsetzen. Ich darf nur nicht ausruhen, weil sonst sind alle Gegner wieder da. Aber ich glaube, Punkt einsetzen müsste gehen, oder? Mal schauen, weil wir können jetzt jede Fähigkeit nutzen und gebrauchen, wenn bald diese Schwester auftaucht. Entweder mehr Gesundheit oder noch mehr Fähigkeiten. Reichweite, Lichtschwert, maximale Macht erhöht, verlangsam stärker, Machtanzeige mit seinem Stimbilder vollständig auf. Boah, das ist natürlich auch genial, aber ich habe nur 2 Punkte. Schub durch die Luft schleudern und große Gegner zu Boden werfen kann. Oh. Ich glaube, darauf habe ich Lust. Weil mein Machtschub schafft die großen Gegner immer noch nicht. Okay, das sieht ganz gut aus. Komm, den nehmen wir. Und als nächstes dann die Gesundheit. Und jetzt verlassen. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht aus Versehen ausgeruht habe. Ich könnte es zwar gut gebrauchen, das Ausruhen. Aber das wird jetzt hier die Gegner resetten. Und ich will jetzt hier erstmal gucken, ob ich hier noch irgendwie was entdecken kann. So. Boom. Okay, aber das scheint schon gewesen zu sein hier. Jetzt gibt es da noch einen Weg. Und über die Pflanze noch einen Weg. Über die Pflanze scheint mich da hochzubringen. Ich glaube, das muss ich zuerst machen. Hier rüber, BD. Das ist, glaube ich, nämlich nur ein Echo hier oben. Oder? Über Generationen pilgerten die Wookies zu seinem Bett. Okay, jetzt ist die Frage, ruhe ich mich jetzt aus und renne dann einfach an den Gegnern vorbei, jetzt wo ich hier alles freigeschaltet habe? Oder ist das assi? Komm, wir probieren es. Das können wir im Notfall immer noch machen. Wir probieren es jetzt mit dem einen Stim-Behälter. Und kämpfen uns weiter. Mutig voran. Oh, halt. Gleich wieder Gegner. So viel dazu. Und weg. So. Ausweichen. Oh, da ist war noch ein Käfer, kann das sein? Ja. Weg, weg. Abwehren. Zack, zack, zack. Okay. Und oh, das ist mir egal. Ah, man darf da echt nicht durchrennen. Das gibt schon nicht wenig Schaden, fällt mir jetzt gerade auf. Ja. Okay, auch den erwischt. Der geht hoch. So, jetzt muss ich hier irgendwie... Oh, hier nicht. Okay. Wo komme ich denn hier lang? Oh, ich muss hier irgendeinen Move machen. Kann das sein? Da oben lang. Guckt mal. Ah. Okay, und wie komme ich da hin? Doch von da? Jetzt Moment mal. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Oder doch über das Seil. Nee, da komme ich nicht hin. Und da komme ich auch nicht hin. Oder? Mutig. Okay, er nimmt aber vom Fall tatsächlich nicht wirklich Schaden, oder? Weil höher wäre ja fast nicht gegangen jetzt. Aber... komme ich da hoch? Mir ist gerade irgendwie was entgangen. Also hier komme ich, glaube ich, nicht lang, sondern ich muss hier einen Weg hochfinden. Vielleicht kann man hier irgendwo klettern. Ich muss auf jeden Fall auf diese Pflanzen kommen. Ah, hier. Okay. Gefunden. Hoch.
ich jetzt hier zurück? Nee, da ist auch zu, alles klar. Dann geht's definitiv hier lang und dann an die Wand. Hier rüber. Oh, ich komme ein bisschen hoch. Schafft das? Ja. Oh, festhalten. Nice, alles klar, sieht gut aus. Komm voran. Ein Stim ist immer noch sehr, sehr wenig. Oh, was war das? Oh, weiß nicht, ob er freundlich ist. Hi. Das hat die neunte Schwester ausgeschaltet. Er wirkt aber ein bisschen freundlich. Zumindest neugierig, sagen wir es mal so. Wow. Oder auch nicht. Allzeit bereit. Naja, gut. Ah, das sind Federn. Oh, und Blut. Blut heißt, er ist verletzt. Also der Kampf gerade... Mein Freund, als Tarful uns herführte, sprach er vom Siovogel, einer herrlichen Kreatur. Siovogel. Ja, der hat uns auf jeden Fall geholfen, aber... Oh, was passiert jetzt? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Oh, ich dachte, ich kann darüber laufen. Ich verliere keine Energie. Hä? Wo bin ich jetzt? Einmal. Okay. Kriege ich jetzt eine neue Machtfähigkeit? Offensichtlich. Okay. Komische Transition, aber ich lerne jetzt irgendwas Neues. Wirklich? Gut. Wenn du versagst, steh immer wieder auf. Das ist der einzige Weg zum Erfolg. Lass niemals zu, mein Schüler, dass Ego und Heuchelei dich bremsen. Lass los, was du zu verlieren fürchtest, und erhebe dich. Nun, auf ein neues. Auf ein neues. Was soll ich machen? Erstmal stehen bleiben. Für Jedi Salto in der Luft. Endlich. Du schaffst das. Oh, darauf warte ich schon so ewig, dass wir den Doppelsprung haben. Nice. Okay, Jedi Salto. Springe in der Luft erneut, um höher zu springen. Das ist sehr, sehr sinnvoll. Nice, okay. Komme ich hier hoch? Wow, man kommt sehr, sehr hoch. Okay, cool. Da meditiere ich doch direkt mal drüber, würde ich sagen. Und wir ruhen uns aus. Karl hat seine Verbindung mit der Macht geheilt. Neue Fähigkeiten sind verfügbar. Ja, noch mehr Sachen, die wir lernen können, wie zum Beispiel Lichtschwertschaden. Oh, das ist natürlich genial. Okay, brauche ich aber 3 Punkte. Naja gut, ich habe keinen. Wir ruhen uns mal aus und schauen weiter. Okay, dann geht's hier weiter. Jetzt gucke ich mal. Das sieht aber weit aus. Das wird eine Tarzan-Nummer hier. Okay. Nee, das war zu weit. Ich glaube, da hole ich noch mal ein bisschen Schwung. Wir machen hier einmal. Dann noch mal zurück. Oh yes. Oh Gott, das macht Spaß. Und dann hier ran. Okay, das sieht schon besser aus. Und jetzt hier rüber. Und gelandet. Alles klar. Ist ziemlich viel Plattforming jetzt hier, aber ich finde es eigentlich ganz nice. Macht Spaß hier den Baum zu erklimmen. Da scheint es weiter zu gehen. Moin. Verletzt. Können wir ihm helfen? Na klar. Wir helfen ihm. Haben wir ja noch nicht Rays Heilfähigkeiten? Das wäre doch mal was. Aber wir haben ja ein BD-Stim im Notfall. Das sind Gegner. Hilfe. Okay. Jetzt begreife ich. What? Okay. Na, dann gehen wir da nochmal hin. So, da sind wir wieder. Okay, es kommt auch nochmal die Animation. Interessant. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was das hier für Jungs sind. Da ist der, der meine verdammten Punkte sich geholt. Okay. So, damit haben wir den. Viel Energie haben sie nicht, aber dadurch, dass sie fliegen, sind sie ein bisschen gemein. So, Lichtschwertwurf. Das macht nicht ganz so viel Schaden, wie ich gehofft habe. Alter, wie viel Schaden machen die? Was sind das für Kerle? Versuch Nummer 3. Geh aus dem Weg, ich will deine Kinder töten. Sind das überhaupt seine Kinder? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das nicht echt
zieht er jetzt zu mir her. Oh ja, das ist ein besser, wobei das war nicht der. Okay, das war deutlich besser. Jetzt dich noch. Und kill. Okay, ich lerne dazu. Ich scanne. Vielleicht können wir uns sogar jetzt mal hier ein paar Informationen ziehen. Mykal. Achte auf Angriffe von oben. Aha. Und nutze die Chance zum Gegenangriff, wenn du parierst. Ah. Ja, oder zu dir ziehen. Ja, perfekt. Das habe ich also richtig gemacht. Und dann hier hoch. Jetzt geht's richtig ins... in die Baumwipfel hier. Was ist jetzt mit der Kamera? Ach, guck mal, wie cool das aussieht. Hammer. Okay. Wo kommen wir jetzt raus? Ich denke, wir hüpfen jetzt darüber. Ich muss jetzt auch dran denken, dass ich diesen Doppelsprung habe, ne? Dass ich da jetzt hier auch die Möglichkeit... was ist das? Okay. Dass wir das auch wirklich nutzen. Ich glaube, ich muss da nochmal zurück. Da war irgendwo eine Kiste. Da oben scheint nichts zu sein. Aber hier... guck mal. Sogar noch ein Echo. Also erstmal Kiste. Oh Gott, das sehe ich schon, dass ich da runterfall. Gib mir das, aber... Poncho-Material? Oh, nice. Haben wir schon fast für das nächste Level. Aber das hier gefällt mir also gar nicht. Okay, easy, easy. Wer stand hier denn bitte schon mal? Wer hat den hier liegen lassen? Von einem Wookie, der den Baum erkletterte. Okay. Eine Art Test. Ah, so ein bisschen Avatar-mäßig hier hochklettern. Stand da gerade ja so ein Aufnahmeritus wahrscheinlich, ne? Genau. Okay. Oh, hier sehe ich, muss ich wieder schwingen. So, jetzt kann es sein, dass ich den Doppelsprung brauche. Jetzt passt auf. Hopp. Nee, brauche ich nicht. Okay. Ich kletter. Da sind auch nochmal irgendwie so Affenkreaturen. Habt ihr das gesehen? Boah, das ist ziemlich wackelig hier. So, Doppelsprung, dran denken. Perfekt, das bringt jetzt richtig was. Das gibt mir ein bisschen Sicherheit, dass ich das jetzt kann. Zum Klon kriegen. So, perfekt. Der Krieg endete hier nie. Oh ja. Alles, was wir getan haben, hat er Klon kriegen das Raumschiff. Cool. So, jetzt ziehen wir den zu uns. Und wohin schwingen wir? Ganz darüber? Oh, okay. Ja. Und Doppelsprung. Nice. So, wir kommen jetzt der Sache hier schon näher, glaube ich. Und Meditation. So, ich denke, ich muss jetzt hier außen rum, wie es aussieht. Ah. Nee, das ist nicht der Weg, aber das war gut. Das ist nämlich nochmal ein Echo. Er könnte der Letzte seiner Art sein. Ich habe bald wieder einen Fähigkeitenpunkt. Muss ich drauf achten. Und jetzt machen wir Doppelsprung. Doppelsprung. Ich glaube nämlich, hier muss ich an Höhe gewinnen. Das ist jetzt hier der neue Clou. Hopp. Ja, genau. Hopp. Geht ohne Doppelsprung hier nicht. Alter. Infinity Wall Run. So. Oh oh, das sieht so ein bisschen aus, als würde jetzt was passieren. Einfach runterspringen? Das könnte ich schaffen, ne? Yep. Okay. Und zack. So, können wir helfen? Ich will helfen, aber wir müssen vorsichtig sein. Ich will ihn nicht verschrecken. Hey, alles okay. Wir wollen dir nichts tun. Wir sind easy. Freunde. Freunde. Alles gut. Wir scannen nach... Naja, dafür hätte ich jetzt nicht scannen müssen, BD. Ich glaube, da hätte man auch so drauf kommen können. Wir müssen ihn entfernen. Das tut jetzt weh, okay? Tut mir leid. Keine Panik, wir ziehen ihn raus. Das hat wehgetan. Okay, und direkt ein Stim hinterher. Ah, wir sind wie ein Doktor sind wir. Das war's. Wow. Sind wir jetzt Freunde? Es war das Mindeste. Anscheinend nicht. Shio.
Shio-Vogel. Warum schreibt man alles auf Kashyyyk mit so viel mit so viel Y? Okay, jetzt gehen wir einmal hier hoch, Kistchen einsammeln. Ja, okay. Gehen wir, BD. Wir gehen gleich. Wir nehmen das noch mit. Mantis-Lackierung. Okay, wunderbar. Wo ist er denn jetzt hin? Oh, dürfen wir jetzt... Oh, ich weiß. Wir dürfen jetzt auf der... Oh. Nimmst du uns mit? Yes, please. Und los geht's. Ich hoffe, du kannst schon wieder gut fliegen mit deinem Flügel. Scheint zu laufen. Nice. Na, das ist mal eine Aussicht, würde ich sagen. So viel hat das Imperium noch nicht angerührt. Ich hoffe, es schießt jetzt nicht gleich wieder jemand auf uns. Irgendwie sehe ich es schon fast kommen. Wow, schöner Planet. Wirklich sehr, sehr schön. Kashyyyk kann man ab und zu mal besuchen. Vielleicht ein schöner Ferienort, wenn da nicht die ganzen Spinnen und anderen Grauxel war ja. Hammer. So, bringst du uns jetzt direkt dahin, wo wir hin müssen? Das wäre sehr, sehr nett. Vorsicht bei der Landung, ne? Okay. Vielen Dank. Ich komme gerne auf dich zurück, wenn wir hier wieder runter müssen, weil ich muss ehrlich sagen, ich will nicht alles runterkraxeln. Nur, dass wir uns da einig sind. Bis gleich. So, sind wir jetzt hier schon... Oh, das könnte schon... Guck mal, BD, neue Fähigkeit für dich vielleicht. Oder was passiert jetzt? Lichtschwert? Was passiert jetzt? Er hat endlich sein Lichtschwert repariert. Warum fällt ihm das jetzt hier auf den Baum auf? Alter! Okay. Mal gucken, ob wir damit auch umgehen können. Sehr witzig, dass wir jetzt dafür extra hier auf den Baum hochgekraxelt sind. Doppelklingenlichtschwert. Das Doppelklingenlichtschwert ist in puncto Massenkontrolle überragend. Na klar, gegen mehrere Gegner. Setze Machtangriffe ein, um größere Gruppen zu überwältigen und zu besiegen. Okay. Blocke nach der erfolgreichen Abwehr eines Blasterbolzens weiter, um weitere Bolzen auf deine Gegner zurückzuwerfen. Okay, man kann jetzt mehrfach bim, 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 bim abwerfen. Und wie wechsle ich den Lichtschwerttyp? Okay, das behalten wir jetzt gleich mal. Ja. Zim, 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 zim. Okay. Okay. Wir werden sehen, ob wir damit umgehen können. Hier scheint auf jeden Fall jetzt ein wichtiger Ort zu sein. Oh, das ist wieder so ein... Jetzt kriegen wir wieder Infos. Habe ich es gefunden. Das Astrium. Wie Sepho-Weise es vor Jahrtausenden benutzt haben. Hier in meiner Hand ruht ein Teil galaktischer Geschichte. Astrium. Oh, dafür kann ich Tarful niemals genug danken. Weißt du, was das bedeutet, mein Freund? Wir müssen nicht zurück nach Datomir. Die Dunkelheit hat jeden Versuch vereitelt, das Astrium in Kujets Grab zu finden. Aber die Macht... Die Macht bereitet uns einen neuen Pfad. Oh, okay. Kujets Grab. Wir haben jetzt die Info, dass wir ein zweites wahrscheinlich auf Datomir finden können. Dann müssen wir da jetzt doch mal hin. Ich habe mich lang gedrückt. So, ich muss nicht ausruhen. Was passiert jetzt noch? Jetzt muss ich wahrscheinlich noch Bosskampf machen. Klettere auf den Ursprungsbaum. Ziel erreicht. Und du bringst uns jetzt runter. Und das sieht aus wie eine Kampfarena. Okay. Bereit? Jetzt bin ich wirklich bereit, mehrfach zu sterben. Ich hoffe, ich habe gerade meditiert, weil... Doch, habe ich, oder? Ja. Kann ich mit dir interagieren? Ja, aber es überrascht uns jemand. Stimmt's? Stimmt's? Nein!
Oh no. Der Vogel kriegt heute einiges ab. Servus. Hab ich dich wieder? Ich denke mal, ich kämpfe jetzt mit Doppelklinge. Ich weiß gar nicht, warum die zweite Schwester dich für so wichtig hält. Sie mag Souvenirs, aber Erinnerungen sind mir egal. Und ganz ehrlich, du bist meine Zeit nicht wert. Also machen wir schnell. Na dann zeig mal. Dann zeig mal, neunte Schwester, was du so kannst. Ich habe jetzt einen Super-Push, habe ich dir das schon erzählt? Du wirst nicht gewinnen. Okay, bam, bam, bam. Gut. Gute Reichweite. Hey, 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 hey. Das war gemein. Was passiert, wenn ich mit... Okay, halt, halt, halt. Eins, zwei... Ich kann warten. Ja, die hat eine verdammt heftige Verteidigung, habe ich das Gefühl. Okay. Oh, ausweichen. Verdammt. Das habe ich kommen sehen. Boah, guck mal, wie viel Energie sie noch hat. Au, wow. So richtig. Das war ich zu langsam. So richtig eine Taktik habe ich mir noch nicht zurechtgelegt, muss ich sagen, wie ich sie am besten besiege. Okay, jetzt hoffe ich, ich bin wieder am richtigen Meditationspunkt und muss da jetzt nur noch runterspringen. Ja, das ist schon mal gut. Na, dann schauen wir mal. Moin, da bin ich wieder. So, ich probiere mal nochmal hoch. Das ist rot, ne? Da muss man aufpassen, wenn man das habe ich kaum gemerkt. Die Erfahrungspunkte da noch drauf hat, dann sieht man immer kaum. Ausweichen! Oh, Alter! Wo habt ihr das gesehen? Ich hatte nur minimal Energieverlust. Und sie hat mich komplett mit einem Schlag platt gemacht. Ja, es war ein aufgeladener, aber Alter! Okay, jetzt wird es an der Zeit, gut zu werden in dem Spiel, glaube ich. Ist die Frage, ist es die richtige Taktik, mit der Doppelklinge ranzugehen? Fängst immer so an, ne? Okay. Das ist wichtig, die Erfahrung zu machen. Was? Hast du ein bisschen Hitze? Okay. Ich kann sie nicht umschmeißen, auch mit der voll aufgeladenen. Also, jetzt Konzentration. Immer fängst du damit an und dann kommt was? 1, 2, 3 und dann hole ich mir meine Erfahrungspunkte wieder. So, dann 2, 3, Konter, gut. Hast du auch verstanden? Oh, Alter, diese Attacke ist zu heftig. Ich muss weg. Hilf mir, BD. Was kann ich noch ziehen? Bringt auch nur bedingt was. Okay, darauf kann ich. Nee, kann ich auch nicht immer antworten, interessanterweise. So, jetzt Zeit anhalten, vielleicht ein bisschen was. Nicht mit mir! Okay. Das ist wichtig, dass man da ausweicht. Hopp, hopp, hopp. Ja, alles klar. Ausweichen. Ich könnte auch mal die Trittattacke bei ihr versuchen, aber sie wirkt ein bisschen zu sperrig für Trittattacken. Na, oh, wo war mein Tritt? Ich wollte Trittattacke machen. BD. Sie hat immer noch so viel Energie. Konter mich offensichtlich auch nicht immer was. Interessant. Okay, das war gut. Ah, ich habe ihre Verteidigung down. Ah, das bringt nur so wenig Gesundheit an. Aufladen. Okay. Ne, treten bringt überhaupt nichts. Okay, gut zu wissen. Boom, boom. Nein. Weg. Ja, klar. Oh, yes. Okay, das war schon mal... Gut. Gibt's eine zweite Runde? Nicht schlecht für Abfall. Oh, komm schon. Jedi?
Ist doch das Gleiche. Aha, jetzt kommen die harten Sprüche. Ah ja, hast du auch verstanden. War ja eigentlich klar. Jetzt ist die Frage, ändere ich dann jetzt meine Strategie? Das kommt davon, wenn man... Okay, nochmal. So, die große Frage ist jetzt, darf ich in der zweiten Phase anfangen oder muss ich... das sieht nach erster Phase aus. Yep. Jämmerlich! Okay. Zeig mal! Oh, okay, der Tritt war gut. Der hat geholfen. Was ist das? Ausweichen? Dem muss ich auch was ausweichen, das ist die letzte Attacke. Boom. 1, 2. Das ist die Taktik. Das war gegen die zweite Schwester auch schon mit dem Tritt. Ist super. Wenn man das Timing richtig dich erwischt, dann... Ja, das ist, glaube ich, nicht schlecht. So. Zeig, was du kannst. Zeit verlangsamt. Das war jetzt ein bisschen verschenkt. Boom. Ausweichen. Oh, warum warte ich bei den roten Attacken manchmal so lang? Ich kann warten. Ja, ich nicht. Ich muss nämlich jetzt den Stim nehmen. Und der hilft mir auch noch nicht, komplett alles abzuwehren. 2, ausweichen, treten. Okay. Jetzt. Boah, das war eine Gegenmachtattacke. Alles gut, ich lebe noch. Aber wow, hat sie noch viel Energie. Boah, wo kommt denn jetzt die letzte Attacke her? Die ist neu. Hilf mir bitte! Bist du frustriert? War das schon alles? Nee. Ausweichen. Boom. Ausweichen. 1, 2. Hopp. Boom. Ja, das ist der Trick, den ich machen muss. Wobei, na doch, ein bisschen Energie verliert sie. Das ist gut. Hopp. 1. Oh, hat sie... Jetzt hat sie doch schon die Doppelklinge. Wann ist das denn passiert? Okay, wir sind also schon in dieser Phase. Boah, diesen Ding auszuweichen ist echt nicht leicht. Okay. Nochmal. Okay. Ich hab's wieder geschafft, ihr zweites Schwert rauszuholen, aber... das ist neu. Okay. Was passiert jetzt? Ich bin... Boah, die Attacken sehen irgendwie noch gefährlicher aus. 1, 2... Ausweichen. Okay, ich glaube, ich bleibe bei der gleichen Strategie. 1, 2. Ausweichen. Und drauf. Okay. Setz mich ran. Ausweichen. Okay, das sieht vielversprechend aus. Boom. Come on. Ich halte dich ab. Okay, sehr gut, das unterbrochen. Diese Raumattacke mache ich nämlich so gar nicht. Sie wird jetzt echt richtig aggressiv. Das sind jetzt immer 4 Attacken. Da muss man aufpassen. Ausweichen. Boom. Treten. Es verwirrt mich einfach, dass sie so... Es sind mir zu viele Schwere hier unterwegs jetzt. Okay, okay. Hälfte haben wir. 3, 4. Ah, da hätte ich ausweichen müssen. Vielleicht... Was kommt jetzt? Ah, das kriege ich hin. Zack. Okay, ich hab's auch angenommen. Das war auch nicht schnell. Ey, langsam wird's. Oh, was? Oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, unten durch. Ja, nochmal eine Attacke drauf. Oh, jetzt kommt wieder was Neues. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Spring! Oh, okay, das ist neu. Na, verdammt. Oh, ich glaube, ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Ja. Was ist das? Okay. Nee, jetzt ganz ruhig. Jetzt nicht komisch werden. Okay, abgewehrt. Sie auch. Ich auch. Boom, boom, boom. Jetzt komme ich rein. Aber jetzt nicht zu früh sprechen. Mhm. Boom. Was passiert jetzt? Oh, warum weiche ich nicht aus? Irgendwie habe ich gedacht, sie macht die Bodenattacke. Oh, sie macht die Ram-Attacke. Hör auf jetzt. Hör auf jetzt. Ausweicht! Nein! Okay, bester Versuch bis jetzt. Okay,
Okay, ich habe jetzt beschlossen, ich wechsle mal auf einfaches Schwert. Vielleicht macht das einen Ticken mehr Schaden oder gibt mir mehr Schnelligkeit. Es ist ja wirklich nur gegen einen Gegner und sie haben gesagt, dass die Doppelklinge mehr Crowd Control ist. Vielleicht habe ich damit jetzt ein bisschen mehr Chancen. Aber bis jetzt merke ich noch keinen Riesenunterschied. Oh, oh. Okay, erstmal schön drücken. Das war gut. 2, 3, 4. Weg. Oh, okay, ich bin wieder an der Stelle. Hier war ich schon mal. Danach ist er völlig ausgerastet mit neuen Attacken. Komme ich unten durch, ja. Mache ihm auch nochmal Schaden. Und, oh, jetzt kommt das. Jetzt kommt das. Moment. Doppelsprung. Okay. Komm her! Wir sind noch nicht fertig! 1, 2, 3, 4, ausweichen. War das schon alles? Das ist neu, das ist neu. Ja, genau. Anhalten. Okay. Ausweichen. Komm schon, ich kann es schaffen. 2, 3, 4. Das macht nur nichts Komisches. Das Ausweichen. Okay. Was? Was war das? Doppeltrennen? Das ist neu. BD. Erwischt. Du wirst nicht gewinnen. Okay. Ich bin wieder an der Stelle. Ich habe 3 Stims noch. Ich muss das jetzt endlich packen. Ey. So, jetzt komm. Zeig, was du kannst. Ich weiß, du wirst deine Supermove jetzt machen. Okay, da springen wir drüber. Easy. Jetzt ist die Frage, was kommt jetzt? Wir haben gerade gesehen... Du kannst jetzt auch plötzlich einen Doppelrampok, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin so schnell gestorben, dass ich mir das gar nicht so richtig erklären konnte, was da passiert ist. Und jetzt muss ich definitiv heilen. Das heißt, ich weiche aus, dann heile ich. Das ist nämlich smarter. Okay, so, jetzt machen wir Zeit anhalten und machen richtig fies Schaden. Willst du machen? Jetzt mach das. Ich hätte auch ausweichen. Angst vor weg, mir. Weg, weg, weg. Ja. Oh, verdammt. Okay. Hier. Ich bin irgendwie noch am Leben. Das funktioniert nicht. 2, 3, 4. Ausweichen. Komm schon. Ausweichen. 1, 2, 3, 4. Jetzt halte ich ihn mal an. Das war gut. Komm schon. Jetzt nicht nachlassen. Ah, das hätte ich besser nutzen müssen. Okay, aber was macht er jetzt? Er macht das. Okay, da kann ich drüber springen. Doppelsprung. Bloß nicht die Rammattacke. Bloß nicht die Rammattacke. Ich muss näher ran. Das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht. Warum gehe ich daran? Ich habe noch einen Stim. Die Rammattacke. Okay. Oh, nicht nochmal. Ausweichen. Komm schon, ich hab's. Ich hab's. Ich weiß, ich hab's. Nein, ich hab's nicht. Ist gut. Anhalten. Bam, bam, bam. Wenn ich ihn noch einmal krieg. 1, 2, das ist neu. Ausweichen. Und ich wollte die Zeit von ihm anhalten, aber ich hab keine Macht mehr. Oh, komm schon. Das ist es. Das ist es. Viereck. Viereck. Yes! Komm! Ihr Name war Masana Tide. So heißt die Trophäe. Oh, der Arm ist ab. Als Inquisitorin weiß ich, dass kein Rückschlag zu groß ist. Was ein... Wenn du dich selbst verloren hast, dann ist dein Arm das Geringste. Oh, oh. Aufpassen. Weißt du, ich war auch ein Jedi. Ich würde dich gerne anwerben und verbrechen dich wie den Rest von uns. Ist das nochmal? Darauf folgt Isolation, Folter, Verstümmelung und deine Freunde! Von denen lässt du die Finger, verstanden? Niemand stoppt das Imperium! Aber dich schon! Oh yeah! Bye bye. Lebt wohl noch, weil wir haben sie nicht getötet. Aber das Ende eines Inquisitors. Das war ein Kampf. Hi, du bist auch noch am Start. Wir dachten, du wärst tot.
Wir wären es soweit, hier abzuhauen, glaube ich. Dir geht's gut. Puh. Wir müssen zurück. Sie das war uns. Bis jetzt definitiv der tougheste Kampf. Aber gemeistert. Was kommt jetzt? Ich glaube, der Horrorplanet kommt jetzt. 9. Schwester besiegt. Yes. Okay. Und jetzt? Ah, jetzt sind wir wieder hier. Neues Ziel zur Holokarte. Jetzt geht's wahrscheinlich einfach wieder zurück, oder? Einfach ist gut, aber wir müssen einfach wieder zurück. Aber ich glaube, das war's für heute, weil das reicht mir definitiv. Wow. Also, heftiger Kampf, aber geschafft. Und wir sind zurück. Unten vom Baum. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch unseren Weg zurückkämpfen. Ich denke, da wird es auch nochmal eine alternative Route geben. Ihr seht es hier eventuell. Weiß nicht, ob man das einfach wieder hochfährt und zurückgeht. Wir werden es uns anschauen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, Abo für den Kanal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin und tschüss.